Es geht nochmal weiter an unserem Gruseltag und gruselig ist Rikas Mikro, wo es gerade ist. Hängt hier wie eine Warze auf der Wange. Und mit dabei sind Anna und Lisa. Hallo, ihr Pusteblumen. Selber. Was nehmen wir denn jetzt? Das hatten wir eigentlich noch nicht wirklich. Ich bleibe aber bei dem und gut. Habt ihr eingekauft? Ich habe Brauchen wir noch eingekauft, was also Wichtiges? ich glaube nicht von dem, was wir, wovon wir auf jeden Fall mehr brauchen, haben wir. Ansonsten haben wir halt von manchen Sachen dann nur eine oder Also so. nicht sonst so übertrieben Ich habe wie. alles Genau. eingefügt, was Zum ich. Beispiel Bewegungssensor haben wir nur einen. Aber ich glaube, das reicht ja auch. Den Dot-Ding, den Theoretisch. Dot-Generator. Haben wir den dabei? Ja, zweimal sogar. Ja, okay. EMF haben wir auch. Thermometer haben wir auch. Starke Taschen haben wir. Taschenlampen. Taschenlampen. Taschen. Fotoapparat haben wir zweimal. Bewegungssensor. Okay, Kruzifix. Ganz wichtig. Ausgesehen. genau. Wie viele Videokameras haben wir? Zwei. Okay, weil ich habe jetzt zwei Stative geholt oder noch eins dazu gepackt. Ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir uns quasi in Zweierteams jetzt aufteilen. Was machen wir jetzt? Wir machen Prison. jetzt The Prison. Was? Nicht angekommen. Wir machen jetzt das Gefängnis. Ach, Prison. Okay. Ja, genau. Das Wort ist nicht ganz durchgekommen, deswegen. Ich hatte gerade mein Glas gegen mein Mikro gedotzt. Beim Trinken. So, deswegen im Zweierteams dann und dann hat Ich jeder. gehe mit Jens. Sirika möchte Asylum Albtraum spielen, hat sie gesagt. Ist Valendras? Ne, das ist nicht Erik, ne? Das ist jemand anderes. Okay. Nicht Erik. Nicht Erik. Okay. Ja, habe ich auch gehört, dass Rika sowas will. Aber Prison haben wir noch nie in unserem Stream groß gemacht. Ja, dann danach können wir auch Asylum machen. Ja. Stimmt, das haben wir nicht so viel gespielt überhaupt, ne? Die Großen haben wir allgemein nicht so viel. Ich finde zum Beispiel die Schule scheiße, aber Ich erinnere mich an, das war das Asylum, ne? Wo Rika uns nicht gesagt hat, dass sie hier einen auf Bloody Mary machen will und wir da Richtung irgendeine Treppe gerade runtergegangen sind und der Geist halt erstmal anfängt zu jagen und jetzt direkt tötet. Ja, und zwar neben dir, während du weglaufen Ja, genau. konntest. Also, was zur Hölle ist passiert? Und so, ja, also ich habe da gerade stand vor dem Spiegel und habe Bloody Mary gerufen. Vielleicht sagst du uns das mal. Vor allem war ja auch noch der Geisterraum direkt die Treppe, wo wir gerade davor standen. Ja, stimmt, der war direkt den Raum runter, ne? Also ganz Das ja. war doch aber mit dir, Jens. Da haben wir doch zusammen die Schule gespielt, wo der Geist uns bestimmt 10 Minuten nur hinterher gerannt ist. Ja. Oh, das war so nervig. Ich mag Prison und Züge. Züge finde ich auch gut. So, wer ist hier nicht bereit? So, alle bereit. So, dann los. Krieg langsam Kopfschmerzen. Ihr müsst das nur mal so erwähnen. Wovon? Weiß nicht. Du kannst bei dir das Kopfwobbeln der Figur ausschalten. Ach, Muss ich sagen, was Kopfschmerzen. Ich wollte eine anderes? Tablette nehmen. Ha. Ja, siehst, danke. Merke ich gerade. Ich habe mich Ja. auch gestern und heute so, wenn die Sonne so scheint, habe ich Ja, immer danke. Kopfschmerzen. Jetzt, ich hab mich gerade gesagt, ich habe fang an, Kopfschmerzen zu bekommen. Ich versuche jetzt hier gerade schon mehr zu trinken. Da möchte ich zwar nachher mal eben kurz auf Klo, aber. Ich lasse hier keine Klopause zu. Nee, aber Okay. weißt du, ich kann, wenn ich für Panda aufstehe, kann ich einfach auf Klo gehen. Wie willst du mich daran hindern? Ich drehe das Wasser ab. Ah ja, ist klar. Wir müssen einen durchschnittlichen Sanity-Wert von unter 25 Ja, erreichen. das mache ich bestimmt nicht, weil ich das scheiße finde. So, es ist Justin Brock. Geist antwortet, egal ob allein oder zusammen, also auch in der Gruppe können wir attackiert werden. Finde mit dem EMF Messenger. Okay, und Kühle. Okay, mein Team, ich habe das Thermo. Ich habe das EMF und das Buch. Lisa, nimmst du das EMF? Ich hab doch das EMF. Nee, Rika, ich. Lisa hat gesagt, sie will mit mir Ach rumlaufen. Du bist also so. mit Anna in der Ach Gruppe. so. Ja. Du hast EMF, ich habe Ich habe EMF Thermometer. und Buch. Ich habe ein Fotoapparat und EMF. Soll Okay. ich dann nehme ich statt dem Kruzifix erstmal das Sprechgerät mit. Ja. So, ich Hast du stell ein die Kamera schon Thermometer, mal vor die Anna? Tür. Ja. Gut. Oder ich Ein paar nehme ein Buch, mir gefällt das Buch Kameras besser. mitnehmen. Ich nehme das Buch mit statt dem Sprechgerät. Ach so, soll ich denn das Buch wegtun?
Ach, du hast ein Buch. Ja, nee, dann passt das. Ist okay. Hab Ich habe ich. nicht ganz aufgepasst. Macht nichts. Also ich habe Buch und EMF halt und die Taschenlampe. Das ist halt. Ja, Wenn man gerade die hier schon mal die. Taschenlampe nimmt, kann man ja nur zwei Sachen tragen. Da rieselt was. Leise rieselt Fällt der der Schnee. Schnee still. Jetzt willst du auch mitsingen! Still und stau der See. Warte, ich stelle jetzt mal die Kamera hier hin. Einer So. fängt den Wollt ihr Wie eure viele Kamera? Kameras hat das eigentlich, dieses Prism? Ich glaube, einige. Oh, ihr Lichtchen, kommt bald. Und Hey, in da ist es unserem schon Wagen sind fünf gelogen. Grad. Hier muss der Geist sein. Hier draußen auch. Hier sind sogar 3,6 Grad. Oh Also Gott. frag mich, woran es liegt. Oh, wenn ich Detektiv wäre, wüsste ich's. So, ich warte jetzt hier bei den So. Stühlen auf Anna. Bin hinter dir. Oh, wir haben jetzt gar nicht Also, geguckt, wo hallo. der Strom Geh eingeschaltet wird. vor, sonst renne ich wieder weg. Wo gehen wir lang? Ja. Welche Seite nehmt ihr? Ihr nehmt rechts, wir Ja. links. Okay. Ich renne nicht nach Anna her. Ich nehme gar Komm, keine wir sind Seite. ja schon sehr weit gekommen. Aber hier Ja. sind es auf jeden Fall über 0 Grad, über 10 Grad überall, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube, wir müssen den Also. Strom einschalten. Erst dann wird sich das auch auswirken irgendwie. Gab es auch eine Anpassung? Das weiß ich nur nicht. Wollen wir noch mal gucken, wo der Strom ist? Nee, finden wir schon. Achso, wir Ja. sind einmal im Kreis gerannt. Ha! Ich laufe hinter dir her. Hier hin vielleicht, Anna. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Ach, da ist noch was. Ja. Und achte darauf, wo Türen eventuell schon offen sind. Oh, hoffentlich ist er nicht am Arsch der Welt. Ich habe irgendwas atmen gehört. Hat jemand geatmet? Ich bin Also, gelaufen, gut. deswegen. Ja, Mach der hier hat mal ja. die Abkürzung auf zum Ausgang. Ach Ach, ja. hier geht eine Treppe hoch. Okay, und hier geht's rein. Dann Ja, gehen aber. wir erstmal Nee, rein. ich würde erstmal hochgehen, weil Ja? oben könnte, wenn der in der Strom sein. Wir können ja auch laufen. Ja, ich kann dir sagen, sobald ich was höre, bin ich weg. Nur. Schisser seid ihr! Hey, ich sehe Lichter von euch. Hä? Wo bist du denn? Auch gerade nach Ach, da, ihr oben. seid auch gerade oben. Okay, also hier oben ist wieder ein Weg. 10 Grad. IMF sagt auch nichts, sonst würde ich mich melden, Ja. Anna. Wenn, wenn ihr den Hilfe, Stromkasten seht, sagt Bescheid und macht ihn an. Anna? Ja. Wo Ich bist bin nur du? einmal raus und Ach wieder so. gegenüber vom Raum. Hier ist Gegenüber. 8,3. Ja, es schwankt immer zwischendrin. Hier ist 4,3. Also, wer hatte solche Handgelenke? Ja, ich Guck habe mal gerade bitte. 2,9 und 7,5. Aber ich glaube, dass solange wir den Strom noch nicht gefunden haben, macht das, glaube ich, keinen Sinn. Deswegen wäre es sinnvoll, einmal nach draußen zu gucken, wo der Strom ist. Es ist schon wieder so eine Scheißtür. Die musst du halt ziehen. Ja, das ist ja mein Problem. Achso, den Raum haben wir noch nicht angeguckt. Ich hatte gerade Lisas Augen im Blick. Ist gerade durch mich Hey, hier ist ein durchgelaufen. Bad. Wird wohl kein Strom sein. Ah, nee, da hinten ist nur die Kamera. Ich glaube auch sowieso nicht, dass der hier irgendwo bei den bei den Lichtern ist. Nee. Bei den Gefängniszellen. Dann mal runter, oder nicht? Würde ich sagen. Aber ich würde wirklich einmal kurz rausgehen und gucken, wo der Strom ist. Okay. Weil ohne den können wir nichts anfangen. War das der Geist oder hat Lisa gerade gehustet? Ich habe gerade gehustet. Mädels, was war mit rechts? Ja, rechts ist du ich, ne? Seid ihr nicht noch in den Gefängniszellen? Ich gehe einer hinterher. Wer denn jetzt? Ich habe die Orientierung verloren. Was hat gequietscht? Hier hat was gequietscht. Also ich gehe kurz Strom anmachen, Strom gucken, wo er ist. Ich warte auf dich hier. Okay. Pfeif am besten seinen Namen so lang. Wie heißt der? Sag ich dir gleich. Nein, hier liegt überall nur Seife. Oh, warum liegt die da wohl? So. Also. Jetzt habe ich ein Ohrwurm von Leise rieselt der Schnee, ne? Mädels, wenn ihr geradeaus weitergeht durch die Räume, da wo ihr gerade seid, Ja. und dann auch noch in den nächsten Raum, auf den Zellen auf der rechten Seite, die vierte oder der vierte große Raum, Ach ja, doch, ich erinnere da ist mich. er.
Eins, zwei. Ich war hier gefühlt nie. War ich hier jemals? Nee, wir haben noch nie Prison wirklich gespielt. So, Lisa, soll ich noch irgendwas mitbringen? Ja. Nee, ne? Nee. Okay. Dann komme ich wieder zu dir. So. Was? Ach, du hast gerade die Zelle aufgemacht, ne? Ich? Nee. Nee? Nö. Jens, guck mal! Ich hol sofort ein Feuerzeug. Ja, okay. Hast du eine Cam? Hast du es fotografiert? Ich hol erstmal ein Feuerzeug, warte. Wir haben im Eingang ein Pentagramm gefunden. Mhm. Und Lisa will es anzünden. Oh ja, bitte mach es. Scheiße, warte, lass mich. Hier ist ein Notausgang. Lass mich jetzt mal rausgehen. Ich versteck mich schon mal im. Im. Rette sich, wer kann. Ich komme. Wieso? Weißt du? Komm ich hier wieder weg? Warte. Jens, stell dich schon mal ein bisschen Lisa weiter weg. Lisa sollte sich jetzt okay, weiter die weg, Klappe sagst du? Bald, aber ich sag nur bleib. Ja, stell dich mal am Anfang, dass du gegebenenfalls rausrennen kannst. Aber du willst es ja auch sehen, also nicht ganz weit weg. Ist mal so ein davor. Jetzt ein danach. Tag. Hier an. Nein. Mach das an. Ja, gut. Willst du gucken? Komm gucken. Ja, ich guck doch. Ich sehe doch schon, dass es leuchtet. Ich guck gerade mal bei Jens. Die Tür ist zugegangen. Schön. Er huntet. Anna bleibt bei mir. Ja, ich und weg von der Tür. Bis wann die Tür wieder aufgeht. Ja, noch nicht. Ich guck gerade bei Jens. Dafür opfere ich mich auch. Er hat mich. Ja. Aber ich war ein bisschen dumm. Ich habe ein Weltklasse-Bild gemacht. Muss ich mir mal angucken. Kann ich das im Journal sehen? Dürftest du. Wo hast du dich denn versteckt? Naja, das Weltklasse-Bild ist leicht verschwommen, meine Liebe. Aber es hat 3 Sterne bekommen. Das ist wahr. Ja gut, näher dran ging nicht, ne? Ich wollte es auch mal ausprobieren. Aber das dient jetzt nur dazu da, um den Geist einmal zu holen, oder was? Anscheinend. Und ja, kannst du die Beweise machen? Also halt Fotos davon machen? Es gibt ja auch Tarotkarten und sowas. Anna, die Treppe warte, da kommen wir her. Wo seid ihr, Mädels? Begleite dich trotzdem. Wissen wir nicht. Wir. Weil ich würde dann halt mit euch mit rumrennen. In der 13 sind wir jetzt. Wir sind da von dem Raum, wo wir eben... Über den Hof. Du musst über den Hof ins andere Gebäude. Oh, hier liegt die Leiche. Oh, du hast aber... Guck mal, wie du deinen Arsch geworfen hast. Ui. Wie du deinen Arsch geworfen hast. Ey, was hast du heute? Ja, die liegt hier halt mit einem sehr eleganten Hüftschwung. Das ist deine Schwester. Das stimmt aber allerdings. Darf ich das deswegen nicht sagen? Ja. Sie wollten das sowieso miteinander durchbrennen. Ach so, ja. Ich vergaß. Ich dachte gerade kurz, er hätte hier was gesagt, mein EMF, aber jetzt schon nicht mehr. Hast du die Tür aufgemacht, ja? Nee, die war auf. Die war auf? Die war auf. Deswegen bin ich da ja rein. Seid ihr... Also ich bin jetzt in dem großen mittleren Bereich der Kantine. Nein, du musst einmal nach draußen über den Hof, immer noch. Ja, ich glaube, von innen kommt man da bestimmt auch hin. Wir sind ja... Ja, aber das ich weiß wird nicht, ja kein man, also ich kenne nur den Außen, also den, ja. Den Außenweg. Oh. Ich find's aber auch blöd, dass man nicht so bei sich auch mal so eine Map hat. Guck mal, hier geht's eigentlich wieder runter, würde jeder Anna. Kluge Geisterjäger sich so eine Map mitnehmen. Ja. Was sagst du? Hier geht's wieder runter, Anna. Ja. Ich bin bei dir, Jens. Ich guck auch eigentlich nur, ob hier irgendwas ich weiß wirklich nicht, wo die sind. Also hier ist wieder eine Zelle auf, ich gehe hier rein. Ja, habe ich aufgemacht. Aber die so, oben, ja, die hier ist Jens, ich bin hier im Hof. Wo bist du? Wo müsstest du und dein bescheuerter Hof. Ja, dann find halt nicht zu uns. Woher soll leck ich denn mich. Wissen, wo nee, dein ist, Hof ja, ist? Ja, nee, ist okay, leck mich, ist okay. Auf Albtraum findet man einige Geister. Ach, Jens, hier, durch komm, die Jagd. B-Block hier, warte, bleib mal da stehen, wer egal, wie da oben läuft. Ach, du bist gerade zum Ding gegangen. Hier, komm mal, ich wollte dir zeigen, wo ich stehe. Komm mal hier durch, ja, lauf. Da oben sind nicht so am Rumrennen. Ach, da sehe ich Licht. Ach, Anna, ich bin wieder in dem Computerraum. Aber kann ich hier auf Abstand findet hier man rechts, einige Geister hier am besten. Rechts, Jens. Nimm da. Computerraum? Ja.
Da, wo du die Lichter angemacht hast, wie mache ich das? Das war ein anderer. Du musst an dem. Der ist ein. Achso, genau. Einfach hier auf die. Achso. Auf Tastatur drücken. Was machst du da? Achso, die Zellen auf. Das Licht. Licht. An. Licht. Wir haben Licht angemacht. Wir sind im Trakt B. Anscheinend. B, wir sind in B. Wir sind B-Block. Also jetzt nochmal den Text. Auf Albtraum findet man einige Geister am besten durch die Jagd raus. Da ist der Kreis ganz nützlich, um gezielt eine Jagd auszulösen. Aha. Also ist vielleicht der Jagdkreis der Flur? Wo der Kreis da liegt? Wäre das denn dann nachvollziehbar? Da weil er kam ja trotzdem dahin. Wo ist er? Du bist hier. Ich bin hier doch schon die ganze Zeit. Bist du nicht verarscht? Ich bin doch gerade erst hier. Rika, ich bin eben schon 2-3 Mal um euch herumgelaufen. Ernst? Ja. Voll angepisst. Ich höre was. Ja, ich habe die Tür gerade aufgemacht hier. Dann sagt er, nee, ich höre Gestöhne. Gleich... Ich höre so ein Pfeifen aus der Entfernung, habe ich das Gefühl. Ah, hier ist der Kreis. Das könnte doch mein... Doch, ich höre den Geist. Ja. Könnte aber auch mein Ventilator sein. Dann ist er hier. Genau, das war das Pentagramm, was Lisa angemacht hat. Wo ist der Geist? Hier? Ich höre ihn, ja. Also doch am Anfang. Irgendwie ja. Oder? Doch, das ist ein Stöhnen. Er hat auf jeden Fall die Tür wieder zugemacht. Das ist so dumm, ich da nicht mehr hin, dass man als Geist nicht hier durch die Wände gehen kann. Ich lenke mal hier, wo die Tür so halb offen ist, wa? Also EMF schlägt gar nichts aus. Ah, jetzt ist die Tür wieder auf. Jetzt kommen wir wieder raus. Hier ist so nix. So, also mal gucken. Oh, der war gerade auf 10. Oh. Okay. Dann war das wahrscheinlich so ein Event, ne? Der war lange auf 10, der hat gehuntet. Okay. Wo seid ihr denn gerade? Hätten wir das nicht mitkriegen müssen? Eigentlich wieder am Anfang. Ja, ich sehe es auch gerade. Immer noch bei Leiche. Und wo hast du jetzt vermutet, wo der sein soll, Anna? Ja, halt irgendwo hier in der Gegend. Also ich dachte eigentlich da in der Cafeteria oder was das war. Hm. Ich weiß auch nicht, ob das meine Schritte sind oder ob das der Geisterschritte sind, aber Temperaturen sind immer über... Mädels, kommt mal raus, wir haben alle nur noch 22 und er huntet. Viel Spaß. Ja, ich höre es, dass er was macht. Aber ich glaube, er huntet nicht unbedingt, sondern macht einen Geister. Also ich glaube, der ist hier in der Nähe vom Pentagramm, bleibt er. Kann sein, dass wir den da jetzt angebunden haben. Aber er ist auf 10, ihr werdet jetzt gerade wahrscheinlich nicht rauskommen. Mhm. Nee, ist zu. Aber wir haben einen durchschnittlichen Sanity-Wert von 25% hingekriegt. Oh oh. Der ist langsam, oder? Nee, der war sehr schnell. Okay. Sagst du Bescheid, wenn es wieder runterfällt? Es ist noch voll auf 10. Es ist noch voll auf 10. Mhm. Dann hat er halt eben wirklich gehuntet, weil jetzt höre ich ihn halt wieder. Und Rika bleibt einfach an der einen Stelle stehen. Ja. Warum? Ich versuche gerade das Buch zu legen, aber ich bin zu blöd wieder. Du willst das Buch legen, während er voll auf 10 ist, die ganze Zeit? Ja. Ist er immer noch auf 10? Ja! Jetzt ist er auf 2, jetzt könnt er raus. Na toll. Kriegt die Taschenlampe gar nicht mehr aus, fällt mir gerade auf. Finde ich jetzt den Weg hier zurück? Ich bin nur so orientierungslos. Ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Jetzt. Jetzt ist er auf 0. Kann ich. Wo bist du denn? Achso, nach unten, genau. Ja, und ja, genau. Und jetzt guckst du nochmal nach links. Ach. Ja, perfekt. Ja, danke. Und jetzt handelt er. Nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Doch, jetzt handelt er wirklich. Oh Gott. Oh Gott. Mach doch die Kopf. Guck doch über ihre Kopfkamera. Ja, aber so sehe ich ja, wo sie entlangläuft. Ja. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Haben wir überhaupt was? Gar nichts. Nö. Wir haben noch nicht mal die Geister rumgefunden, so richtig. Also EMF Level 5 können wir eigentlich ausschließen. Fingerabdrücke habe ich noch nicht geguckt. Geisterbuch. Er ist noch voll auf 10. Auch nicht. Ich glaube, ich weiß, wo der Raum ist. Du bist bei 7%. Wo denn? Bin ich jetzt komplett... Ich habe es alles auf Pentagramm gelegt. Nee, da ist es nicht. Ach so. Und wo ist es?
Jetzt hantet er. Bitte hör auch einfach auf. Mach doch Licht bei der Tür. Aus. Ja, nee, jetzt hör da auf, du kannst raus, du kannst raus. Komm raus, komm raus. Halleluja. also ich glaube, dass der Geisterraum, wenn wir reingehen sind und dann links, und wenn wir ganz am Ende kommen, dann rechts in den Raum rein, in so einen großen. Also da kam er mir zumindest gerade entgegen, da bin ich wieder umgedreht. Okay, dann kann es das sein. Aber finde mit dem IMF-Messenger Beweise für Übernatürliches. Eigentlich muss der IMF, da muss ich mit dem IMF nochmal rein. Anna, 4%. Du solltest was nehmen. Hier, nimm was. Achso, ich hab Zeug in der Hand. Ich gehe jetzt nochmal rein. Entkomme dem Geist einer Jagd. Ja, das. Aber man kann ihm gut weglaufen. Also, also ich gehe nochmal mit noch dem Effreier rein und dann mit dem Buch. Achso, ich sollte vielleicht noch. Kann jemand mit Fingerabdrücken dann noch nachkommen, bitte? Achso, nee, Fingerabdrücke kann ich nicht nehmen. Du hast ein Buch? Ja, das liegt drin. Ich hole mir das von drin. Ach so. 4% ist mehr, als ich im Realen habe. Ja, das glaube ich. Das habe ich auch manchmal. Also, einer von uns könnte jetzt noch Pillen nehmen. Ja. Also, einmal Pillen haben wir. Ich würde sagen, nee, eigentlich müsste es. Ja, Rika ist bei der Hälfte, du bei 40%. Also, Rika könnte sie nehmen, weil sie eh irgendwie noch hin und her stolpert. Ja, genau. So, oder welcher du, Raum weil. Ist es jetzt? Also, du würdest jetzt geradeaus hochgehen. Ja, nein, Moment. Ich bin jetzt erstmal drin. Ich hole jetzt die Sachen vom Pentagramm weg. Warte. Moment. Und da müsst ihr mir sagen, wohin. Warte. Also, dem EMF-Räder, das Buch. So. Jetzt. Wohin? Anna, da ist die Kamera, ne? Ich habe Rikas Kamera eingestellt. Ah ja. Und dann da rein. Bis ganz zum Schluss. Er handelt. Genau, weiter, weiter, weiter. Er ist auf 10. Und dann könnte er dir gleich entgegenkommen, quasi. Wenn das da ist. Und ansonsten rennt vor dem Seufzen weg. Also vor dem Stöhnen. Ja. Du solltest nicht stehen bleiben gerade. Wie bewegst du dich denn? Ich sehe nichts, deswegen. Du kannst mit T deine Kamera, deine... Ich will nichts, damit er mich nicht findet. Das ist doch das ungeschriebene Gesetz. Licht aus, wenn er handelt. Ich verstehe gar nicht... Aber ich bin ja eben die ganze Zeit mit Licht an vorher weggerannt. Ich meine, es bringt mir auch nichts, wenn ich quasi in der Ecke hängen bleibe. Jetzt haben wir ein EMF. Ja, und jetzt holt er dich. Ja, ja, deswegen glaube ich. Ja, jetzt handelt er nämlich wirklich. Wie hoch? Du läufst gegen eine Tür, jetzt bist du tot. Nee, der hat mich, vergesst es. Wie hoch war das EMF? Der hat mich... Ach, warte, wo war das EMF? Das habe ich in den Raum gelegt, wo ich gerade reingegangen bin, wo es anfing. Da habe ich das EMF-Gerät hingelegt. Ich habe das Buch aber auch noch gehabt, das konnte ich nicht weglegen. Hm, Anna, wollen wir einfach irgendwas vermuten und fahren? Der ist ziemlich aggro. Ich könnte ja eigentlich sagen, einer kann noch mal rein, weil einmal Pillen habt ihr noch. Ja. Und der, einer bleibt auf jeden Fall noch hier im Van. Aber guck mal, ich habe jetzt schon Sanity verloren, weil ich, nur zugeguckt habe. Okay, also geradeaus, dann da. Also, wie gesagt, als ich hier ganz links quasi an der Ecke war, hörte ich halt das Stöhnen aus dem oberen Trakt da auf mich zukommen und da bin ich halt umgedreht. Ich weiß aber nicht, ob er da ist letztendlich, weil ich bin halt nicht dahin gekommen. Also du meinst, der kam von den Treppen oder was? Aus dem Raum halt irgendwo. Ich bin ja nur in dem großen Gang gewesen quasi. Ich bin nur halt rein nach links, dann durch diese Gittertüren. Und wollte dann nach oben quasi reingehen und da hörte ich dann das Stöhnen halt mir entgegenschallen und dann bin ich umgedreht. Ich würde trotzdem, also ich finde, das macht zu zweit das Prison wenig Sinn, weil wir vor allem nicht mal eine Ahnung haben, wo der Raum ist. Ja. Doch, da wo ich war, da ist der. Nee, Sinn. Da ist er nicht, da ist er nur vorbei. Ach so. Bei einer Hand kann halt alles passieren. Aber wieso ist jetzt zum Beispiel das IMF die Dingens nicht. Weil er dann, ja, ich sag ja, weil sie nicht den Geist. Dann damit 100% nachgewiesen hat in dem Raum. Also, ich nehme jetzt einfach Dämon und dann. Ne, wobei, es gibt doch einen, der ziemlich krass jagt, oder? Der Revenant, oder? War das doch. Ich würde tatsächlich mal nach diesem. Wir haben ja gar keine Beweise, ne? Ne, überhaupt nicht. Naja, wir haben das. Wir haben den einzigen Hinweis, dass die Sanity ziemlich krass runtergeht.
Na gut, aber wir sind ja auch viel durch Dunkel gerannt. Ja, Glaube ich, okay. da geht sie ja auch weiter runter. Ich würde mal einfach mal spaßeshalber nach dem Geist gucken, der so langsam Okay, ja. rennt. Ich nehme den Dämon für mich. Lebendes Spüren. Wir können das Lebendes Spüren. Man kann vor ihnen davonlaufen, aber sich nicht verstecken. Okay. Übrig, dass diese Art von Geist selbst die verborgensten Opfer findet. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Moroi, je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Moroi. Ja. Oh, der Mimik. Der Mimik ist auch neu. Der Mimik ist ein schwer fassbarer, mysteriöser Nachahmgeist, der Eigenschaften und Verhaltensweisen anderer Geister, einschließlich anderer Geistertypen, Stimmt. widerspiegelt. Wir wissen nicht, wozu dieser Geist fähig ist. Sei vorsichtig. In mehreren Berichten wurden Geisterorbs in ihrer Nähe gesichtet. Das ist, glaube ich, ziemlich schwer herauszufinden, wenn du dieses Spiel nicht richtig gut kennst. Nee. Ich fand es so interessant, dass sie jetzt einen Mimik haben. Ich Also sag ich bleib Gespenst. bei Dämon. Warum sagst du Gespenst? Was ist das Gespenst? Ein Gespenst berührt fast nie den Boden, weshalb es nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Toxische Reaktionen auf Salz. Was ist der Hinweis für dich für ein Ein Gespenst? Gespenst ist einer der gefährlichsten Geister, die du finden wirst. Ist auch dafür bekannt zu fliegen und durch Lies Wände zu gehen. alles. Ja, aber nur weil da steht, dass es gefährlich ist. Aber bei allen anderen steht auch, die Ich Hand, habe dich bist du aber nicht mehr einfach so kannst. getan, als ob wir EMF-5 hätten, weil es steht ja, man soll mit EMF auslösen. Und dann blieb nur Spirit, Gespenst und Raichu Habt ihr über. alle was ausgewählt? Nein, noch Ja. nicht. Ich sag Warte. Gespenst, wobei es auch Spirit sein könnte, aber. Ja, sorry. Wir gucken mal. Ich muss kurz überfliegen, ich erinnere mich gar nicht mehr, was die einzelnen Geister. Weil Geisterbox und Geisterbuch konnten wir jetzt gar nicht testen. Wir konnten es gar nicht Weil, auslesen. gesagt, weil wir ja nicht mal den Raum gefunden haben und wenn wir jetzt nicht mal wissen, wo der Raum ist, ist es, werden wir nur zur Schlachtbank Naja, geführt. ich glaube schon, dass in dem Raum, wo wir das Geräusch gehört haben, in diesem Dings, dass da schon Die war. Journal-Beschreibungen der Geister sind sehr ungenau. Man sollte nicht alles wörtlich nehmen, was da steht. Sag trotzdem Gespenst. Wobei man wirklich sagen muss, also diese eine Aussage, das weiß ich nämlich noch, es gab ja den Geist, der ziemlich krass auf die Sanity geschlagen hat. Und genau, davon weiß ich, das hat man dann halt immer mal gemerkt. Aber eigentlich schade, dass dem nicht der Fall ist. Ich nehme einfach mal den Deogen, warum nicht? Okay, Lisa, hast du? Warte, warte, Ja. warte, 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 wo ist es? Ganz um Da, danke. 23. Ja, Bitte. hab's. Lass uns eine eigene Geister Ghostbuster Sache Oh aufmachen. ja, ich Okay. recherchiere euch Und wir das. sagen, wir sind immer two gewesen. Nie mehr. Entschuldigung. Es war ein Ein Jurei. Jurei. Na, Na aber wir gut. lagen alle falsch. So. Jetzt müsste man doch Lisas Bild hier sehen. Oder sieht, nee, das sieht, glaube ich, nur Lisa bei sich. Doch, im Journal konnte ich das vorhin sehen. Fünf Geisterjagden, Anzahl der Geisterereignisse 1. Ich denke mal, das war die. Das mit dem, das Das mit Pentagramm. dem Pentagramm, ja. Job 34 auswählen. Geisterinteraktionen. Können wir kurz mal was Einfaches nehmen für meinen Schädel? Ich brauche kurz was Beruhigenderes. Mit sowas Kleines, meinst Ja, du? was Entspannendes, Ich hätte jetzt kurz das mal. Asylum auf einfach genommen, aber okay. Ich will doch nur kurz mal Ja, was ist doch okay. Entspannendes. Whitview, Aha. Roadhouse. Es ist dann aber sehr ungenau. Zum Beispiel beim Gespenst steht giftig Reaktion auf Salz. In Wirklichkeit ist damit gemeint, dass er keine UV-Abdrücke im Salz hinterlässt. Also Aber keine das ist ja. Fußabdrücke, ne? Ja. Ja, das ist dann wirklich eine to giftig, da denkst du eigentlich, würde man eigentlich denken, oh, der mag das nicht oder du hörst es, wenn er durchläuft oder so. Das wäre auch was Logischeres. Aus den Texten würde man so nicht darauf kommen. Hi, Erik. Ich bin sofort wieder da. Gib mir eine Minute. Und Jo. Also eine halbe Minute, um mich abzukabeln. Eine Minute.
und dann wieder eine halbe Minute, um ihn wieder anzugabeln. Ja, dann mache ich währenddessen ein neues Video. Moment. So, während Rika sich wie im letzten Video auch wieder abkabelt, beende ich die Folge und in der nächsten geht's dann weiter. Ciao, ciao. Ja.